Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild, meine lieben Freunde. Ich bin euer Delta und wir spielen heute weiter. Das letzte Mal waren wir da oben auf dem Turm. Ich bin gestürzt und deswegen fangen wir unten an. Unser heutiges Ziel ist der Hyrule-Wald, glaube ich, dass das so hieß hier. Wir wollen da einfach mal hin. Was hat der denn für eine Waffe, Alter? Super. Mein Schwert ist zerbrochen. So, die sind alle down. Nice. Oh, so viele Materialien. Das soll die Waffe gewesen sein? Stachelmob-Lanze. Yay. Yay. Oh Gott, ist die scheiße. Die will ich nicht. Ja, nehmen wir mal das Ding. So, hier gibt's Glühwürmchen. Achso, ich habe meine Schleichrüstung nicht an. Oh, Schleichwürmchen, brauche ich die nicht für meine Schleichrüstung? Nur zu spät, jetzt habe ich eh alle verscheucht. Schon wieder so einer. Ich habe ja vorher gekocht diesmal, ich habe es nicht vergessen. Dabei habe ich gleich mal hier den Ritterhelm noch gekauft und den auch aufgewertet. Ach du Scheiße. Nee. Jetzt geht das wieder los. Warum ist hier überall Gewitter, Alter? So, ich bin jetzt wieder ein Ninja. Ist da Metall dran? Ich glaube nicht. Kälteschutz. Oh. Auch die Hose. Oh, die Hose. Kälteschutz. Der Hut. Auch Kälteschutz. Nice. Oh. Moment. Das Schild muss ich ablegen. Und auch die Ritterbögen ablegen. Und auch mein Schwert muss ich ablegen. Ja, wow, ich habe keine Einhandwaffe. So, jetzt dürfte doch der Blitz nicht mehr auf mich losgehen, oder? Ja, sehr schön. So. Erkunden wir mal den Wald. Verlorene Wälder. Könnte ich eine Fackel anzünden? Soll ich das mal machen? Weiß nicht. Hier muss ich bestimmt irgendwie durchfinden. Was wahrscheinlich kein Problem sein wird, wenn ich den Fackeln folge. Ich glaube nämlich, dass die Fackeln, je nachdem wo sie hinglühen, mir den Weg weisen. Zur nächsten Fackel. Sozusagen. Das ist eine Fackel. Die nehmen wir gleich mal rein. Geplant? Okay, ich habe mich verlaufen. Machen wir uns da nichts vor. Ich laufe einfach mal weiter. Okay,
Hier ist sowas wie ein Berg. Was ist jetzt passiert? So, wo bin ich jetzt? Mitten im Wald. Oh, hier ist eine Kiste. Waldlanze. Yay. Ich habe dafür keinen Platz. Ich habe ja sowieso noch eine Fackel aufgehoben. Das heißt, ich laufe mit der Waldlanze rum. So, aber wo muss ich jetzt hin? Ich meine, ich bin jetzt wieder am Anfang vom Wald. Glaube ich. Ich darf wirklich nicht vom Weg abkommen. Das ist ein Problem. Oh, das ist nicht gut. Mal hier lang. Oder ist es auch schon wieder vom Weg abgekommen? Ganz zum Eingang vom Wald gehen. Lol, selbst da bin ich schon falsch. Hä? Okay. Also wenn das stimmt, was ich denke, dann müsste ich da lang gehen. Also wegen den, da wo die Fackeln hinglühen, müsste ich hier lang. Das sieht aber nicht gut aus irgendwie. Einfach da lang, wo der Nebel nicht lang geht. Hier geht der Nebel lang. So. Vielleicht hier längs? Es sieht doch gut aus, oder? Ah. Ja, das sieht gut aus. Sind wir jetzt raus aus dem verdorbenen Wald? Oh, hier hängen die Boys rum. Croc Boys. Wald der Crocs. Wupp, wupp. Hier ist das Master Schwert. Jawohl. Kann ich das jetzt nehmen? Wäre schon geil, wenn ich es mitnehmen könnte. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Ich muss kurz eingenickt sein. Wer
bist du? Oh, endlich bist du gekommen. 100 Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinen Besuch warten lassen. Ich dachte schon, ich verdorre, bis du dich endlich blicken lässt. Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern, oder? Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekubaum. So nennt man mich von alters her. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen. Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen. Das heilige Bannschwert. Und ob du es glaubst oder nicht, du selbst warst es, der vor 100 Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Doch übe dich in Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt, es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Wenn du versuchen solltest, es aus dem Sockel zu ziehen, bevor du deine einstige Stärke wiedererlangt hast, wirst du auf der Stelle den Tod finden. Nimm dich in Acht, mein Junge. Bin ich stark genug dafür? Wer dieses Schwert ziehen will, muss auf der Höhe seiner wahren Kräfte sein. Wollen wir sehen, ob du bereit bist? Das Schwert des Helden. Wie wär's, wenn ich vorher speichere? Das genügt. Brauche ich dafür erst volle Herzen? Wenn ich mir volle Herzen gebe, vielleicht reicht das. Und zählen vielleicht auch die goldenen? Ich habe wieder sehr viel gekocht. Wir haben wieder viel zum Verfeuern. Okay, ich probiere es nochmal. Ja, Mist, die goldenen zählen natürlich nicht. Nein, es reicht nicht. Also brauche ich einfach nur genügend Herzen, oder was? Shit, ey. Game over. Okay. Kann man sich hier hinporten? Ich habe nämlich keinen Bock, nochmal diesen Weg durch den Wald zu nehmen. Vielleicht gibt es hier einen Schrein oder so in der Nähe. Das war ärgerlich. Aber ich glaube, da fehlt nicht mehr viel. Oh, du bist es. Ja, ich will eigentlich nur... Ich sehe, hast du den Weg durch die verlorenen Wälder hierher gefunden. Das ist Grocksam, genau. Genau, ich will eine größere Tasche. Die Schildtasche vielleicht? Oder die Bogentasche? Oh, hast du die Bogentasche? Bam. Waffentasche wird teuer, ne? 5, hab ich nicht. Und die Schildtasche? 2. Okay. Okay.
Damit hätten wir auch die Taschen mal wieder etwas erhöht. Okay. Nö, das reicht, Alter. Gibt es hier einen Schrein, was mich dazu veranlasst, den Chica-Sensor mal wieder anzumachen? Hier gibt es einen Schrein. Oder? Ja. Da ist er. Ein Glück habe ich diesen Chica-Sensor. So, das heißt, kein Problem, wir machen jetzt den Schrein und dann kann ich mich später immer wieder hierher porten. Das ist ziemlich gut. Wir brauchen also Herzen. Viele, viele Herzen. Uff. Es hat sich so angefühlt, als hätte ich es beinahe. Deswegen... Ja, wir brauchen mehr Herzen. Wir sammeln jetzt mehr Herzen. Es steht in den Sternen. Ach du Scheiße. Sieh zu den Sternen. Die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. What? Ich verstehe. Okay. Also dieses linke Symbol da an der Wand. 4. Das ist 5-mal da. Also gehe ich hier auf die 5. Und leg den da rein. So. Das Symbol. Was ist denn das? 1. 2. Ne. Doch. 1, 2, 3. Das ist 3-mal da. Genau. Oder? Ja. Ich denke schon. Ja. 3-mal, also lege ich das hier rein. So, welches Symbol haben wir noch? Dieses ganz komische. Mit ganz vielen. Das ist nur einmal da, glaube ich. Also packt man das bei der 1 rein. So. Und das Symbol ist 2-mal da. Also packen wir das da rein. Und jetzt müsste die Tür aufgehen. Sehr schön. Piu. Ich dachte schon. Ich bin zu blöd für sowas. So. Hier ist schönes. Ach, das war's schon. Hier kann ich das nochmal ändern, oder was? Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Ne, 1, 2, 4. Ist das dasselbe, was da an der Wand ist? Ne. Okay, also wenn ich jetzt die Steinchen... Kann ich die überhaupt wieder rausnehmen? Ja. Aber dann geht doch die Scheiße wieder zu, oder? Ne. Okay. So, das heißt, das da ist bei 4. Da. 1, 2, das ist bei 2. Warte, das bei 2, das bei 1 und das andere auch bei 2. Okay. Das ist bei 2. Das hier
Das war auch bei 2. Ja, jetzt müsste es ja stimmen. Oder war es genau andersrum? Ja. Okay. Ach, sowas gefällt mir irgendwie. Das bockt. Halt, macht Spaß. Und drüben ist nichts. Sehr schön. Okay, was haben wir hier Schönes? Als Bonus. Ritter Zweihänder. Hey, so einen habe ich schon. So einen habe ich zwischen den Parts gefunden. Hier das Gerät. Dafür lasse ich einfach das hier fallen. So. Das scheint schon eine starke Waffe zu sein. Und nur die größten Kraftprotze unter den Rittern von Schloss Hyrule führten so ein Schwert. Die Schneide wurde sorgfältig geschärft. Alter, ich kann nicht mehr lesen. Leute. Aber egal, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Easy. War ganz lustig. Puh, gönnen wir uns dieses lustige Zeichen. Zeichen der Bewerbung. Genau. Das war erst wieder das erste. Oh Gott, wir brauchen unbedingt mehr Schreine. Das heißt, ich lasse diesen Sensor jetzt mal an, dass wir vielleicht auch versteckte Schreine finden können. Ich bin mir fast sicher, dass ich Herzen so viele brauche, dass es in der zweiten Reihe anfängt oder so. Okay. Gute. Tja, was machen wir denn jetzt? Ornis. Huch. Hier hinten waren die Ornis, gell? Schauen wir das heute noch? Eigentlich nicht, gell? Haben wir noch irgendwo einen Turm, den ich vielleicht holen kann? Vielleicht hier unten. Turm des Plateaus, wir gehen da mal hin. Vielleicht können wir noch flott einen Turm holen. Irgendwie so. Das wäre ja ganz entspannt. Nur ich will es nicht so, weiß nicht, die letzten 7 Minuten des Parts ungefähr so. Die neue Questline anfangen. Oder besser gesagt, in die neue Story eintauchen. Das wäre, denke ich, nicht förderlich. So. Turm. Da drüben ist noch einer. Ist das der, den ich ging? Oder war das der? Ich sehe da hinten nochmal einen Schrein. Das bedeutet, wir gehen hier lang. Okay. Bin ich auf dem Kurs hier? Hoffentlich habe ich den Schrein auch richtig getroffen. Nein, ich packe wieder ein Pferd ein. Hat mich weggeschubst. Tätscheln! Fuck. Wie geht das denn? Ich muss tätscheln. Wo ist L? Da ist L. Bleib stehen, Pferd. Ach du Scheiße, was ist denn er für einer? Ich will deine Waffe, Alter. Gib mir deine Waffe. Okay. Der will's wissen. Was sage ich dazu nur? Komm her. Ich halt.
Alter, der hat voll die krassen Moves. Warum habe ich solche krassen Moves nicht? Bin ich unfähig? Wahrscheinlich. Okay, verballern wir alles an Heilung, was ich so gesammelt habe. Einfach für den Typen. Wow. Dann komme ich zu nah an ihn ran und dann schlägt er mich einfach. Was ist los mit ihm? Bin ich jetzt tot? Anscheinend nicht. Hast du nur einen Schaden gemacht? Hat seine Waffe gar nicht hier gelassen. Fuck. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Hey Pferd, komm wieder her. Ich will dich fangen. Stopp. Muss ich dich erst anschießen. Bleib stehen. Du sollst stehen bleiben. Es lebt noch. Pferd? Ach komm. Lass das Pferd! Muss ich mich jetzt anschleichen? Hallo Pferd. Tätscheln, tätscheln, tätscheln. Und irgendwas für Ausdauer nehmen. Tätscheln, tätscheln, yes. Okay, that's my Pferd. Wie ging denn das mit dem Pferd jetzt? Das Pferd hat noch nicht so richtig Bock auf mich. Erst ein bisschen aneinander gewöhnen. Was für ein schönes Pferd. So. Nein, wir noch ein Linkspferd. Alter, kein Scheiß. Das lenkt aber von alleine irgendwo hin. Ich weiß nicht, wie zufrieden damit bin. Wo ist der Turm hin? Da drüben. Nein. Nach rechts müssen wir. Da lang. Ja, das Pferd muss erstmal ein bisschen hart getätschelt werden, damit es dahin will, wo ich hin will. Nein, wir wollen nicht zu den Gegnern. Schreien in der Nähe. Oh, nice. So, wir waren zu dem Türmchen da. Die schaffen das schon. Fuck. Hier laufen diese Spinnendinger rum. Das ist nicht gut. Ja, ich weiß doch, dass hier ein Schrein ist. Das schon markiert. Okay. Einmal absteigen, bitte. Du bleibst hier, oder? Bist du jetzt mein Pferd? Du bleibst hier. Gut. Oh, Junge. Und, ja, was wir hier drinnen finden und wie wir das Pferd irgendwie versuchen, irgendwo hinzubringen, wo ich es registrieren lassen kann, das sehen wir im nächsten Part, meine lieben Freunde. Ich bin euer Delta und bis dahin. Ciao.